Hallo und herzlich willkommen zurück zu Driblos 2. Ich habe noch 5 Level in mir für mir. Und dann darf ich mich schon auf die extra Level freuen. Stimmt, sehr schwer werden. Oh, was denn das? Wir haben wieder Licht. Oh, das ist aber nett. Stimmt, aber wir haben noch ganz andere Probleme. Sind das Delfine dort unten? Und viel wichtiger noch, sind sie in Netzen gefangen? Zum Glück seid ihr hier. Wir hätten nicht gedacht, hier unten auf jemanden zu treffen. Weil es so dunkel war, konnten wir nicht sehen, wo wir hinschwammen und landen in diesen Netzen. Könnt ihr uns bitte aushelfen? Mit Vergnügen. Tuff, Einstein, ihr wisst, was zu tun ist. In der Tat. Jawohl. Ich weiß auch, was zu tun ist. Bloß nicht die Logik in diesem Spiel hinterfragen. Bloß nicht. So, mal gucken. Es gibt keine Sägemühle, einfach nur Delfine zum Retten. Na gut. Dann erstmal ein Häuschen bauen, weil da kann man 10 dranpacken. Da braucht man ja ein paar Leute. Vielleicht auch sogar noch mehr Häuschen bauen. Vielleicht gar nicht so dumm. Oh, hier muss noch einer hin. Warten, warten, warten. Delfine gefangen oder so. Vielleicht ist es auch tatsächlich mal einmalig. Das wäre mal was. So, erst ein Delfin nebenbei das Haus bauen. Ui, die Zeit rennt aber sehr schnell. Ohne Sägewerk. Kommen wir ja komplett durcheinander. Wenn die gewohnten Abläufe plötzlich weg sind. Die brauchen wir ganz schön lange, um so ein Netz kaputt zu machen. Muss ich mal sagen. Uns sind ja 10 Leute. Also müssen wir an ihren Werkzeugen arbeiten. So, und geschafft. Tschüssi, Delfin. So, auf zum nächsten Level. Der geht bestimmt nicht so schnell. Ja, aber noch mehr Delfine haben sich irgendwo eingefangen, natürlich. Vielen Dank für eure Hilfe. Leider sind noch mehr meiner Brüder und Schwestern gefangen. Keine Sorge, wir helfen euch. Wie war dein Name noch gleich? Mein Name ist Duncan, Fräulein Sandy. Wie schön, dich kennenzulernen, auch wenn die Umstände weniger schön sind. Sag mal, Duncan, warum schwimmt ihr hier eigentlich herum? Naja, ganz einfach, wir schwimmen jedes Jahr hier, um die Zauberkisten zu besuchen. Zauberkisten? Genau, wenn man sie berührt, dann leuchtet ein Symbol darauf auf. Das klingt interessant, kannst du uns zeigen, wo sie zu finden sind? Das würde ich gerne... Fräulein Sandy. Einfach nur Sandy tut's auch, danke. Ja. Das würde er gerne, aber er macht's nicht. Wie sich's gehört. So. Mal gucken. Ups, das ist ja. Werkzeugkiste. Warum dachte ich denn, das wäre Holz? Hat doch alles keinen Sinn. So, jetzt brauche ich aber erstmal ein Sägewerk.
Oh, da ist was kaputt. Direkt neben meiner Tür. Habe ich total übersehen. Mit euch, ich will ein Häuschen bauen. Da muss ich denn immer aufpassen, wenn ich die Leute da hochschicke. Fies. Ganz fies. Gucken. Da ist die Werkstatt. Stimmt, Gummibaum braucht ja kein Werkzeug. Irgendwann werde ich mir das auch gemerkt haben und dann gibt es keine Gummibäume mehr. So wird's laufen. Okay, dann passt das ja alles. Schnell, schnell, da hoch. So, und Werkstatt bauen. Ach, das ist ein Tausch. Okay, das ist schön. Falls ich noch mehr Arbeiter brauche. Ich muss eh Tauchanzüge produzieren, okay. Ist sogar Pflichtprogramm. Fehlt jetzt ein Werkzeug. Das finde ich nicht schön. So, zwischendrin mal ein bisschen Zeug abbauen. Muss ja auch sein. Steine, Steine, noch mehr Steine und ein bisschen Holz. Noch ein bisschen mehr Holz. Kurz warten und dann gleich mal die Gießerei bauen. Ja, nichts schaden. Na, ich weiß immer noch nicht, ob es so schlau ist, alle auf einmal sowas zu schicken. Oder nicht viele Sachen auf einmal zu machen. Thank you.
diverse Werkzeug, damit der Schrott wegkommt. So, Baum brauche ich keins mehr. Und natürlich Taucheranzüge. So, dann lasse ich jetzt mal einfach alle überall arbeiten. Dauert auf jeden Fall so ziemlich lang. Ups, jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst. So. Und noch das Rohr abdichten. Dann ist es auch geschafft. Vielleicht kriege ich sogar noch den Silberstern. Das wäre schön. Sieht zumindest hier sehr gut aus. Mal gucken. Ja. Wunderbar. Ui. Nächster Level. Oh, erstmal eine Auszeichnung für endlich 10 kaputte Rohre repariert. Steam nennt diese Errungenschaft dann auch Italian Style. Worauf sich das nur bezieht. Da ist wieder ein kaputtes Rohr, na super. Jetzt auch gleich Tauchanzüge. Na, fangen wir schon mal mit an. Habe eh noch nichts zu tun. Boah, geht das langsam voran. Ich glaube, das ist echt besser, alle 10 reinzuwerfen. Aber sehr gemein, dass hier die Werkzeug alles ist, was ich zum Abdichten brauche, also die Gießerei. Geht auch nicht alles. Der Schrott ist ja auch noch hier. Na gut. So. Häuser bauen für Mitarbeiter. Taucheranzüge bekommen, da kann man das ja mal machen. So, die können sich gleich mal mit den Delfinen kümmern. Heute muss er eh erst zurück. Thank you.
So, jetzt kommt er aber durch. Auch frei, das ist schon gut. Jetzt brauche ich noch ganz viel Werkzeug. Zu spät. Ja. Ich krieg das schon noch raus, wann ich die losschicken muss. Wahrscheinlich gerade, wenn es angefangen hat. Das ist ein guter Zeitpunkt. Schon mal abbauen, dann kann es auch gleich da bleiben. Geschafft. Kriegst noch mehr Arbeiter, die ich in die Hitze schicken kann. Sehr schön. So, die können gleich da weiter. Und einer nimmt die Taueranzüge mit, bitte. Danke. Jetzt habe ich den Start hier verpasst. Tja. Ich glaube, Werkzeuge reichen noch nicht ganz. Was ist Holz dafür?
Klo ist, dann können die alle auch einfach in die Werkstatt rennen. Dies ist schön. Oh, herrlich. Zu viel Holz. Naja, nicht schlimm. Ich hab... Hä? Ich hab mich verrechnet. Na, ist nicht schlimm. Lieber zu viel produziert als zu wenig. So, dann darf der eine in die Gießerei. Zack. Alle Mann voran. Und geschafft. Hui. Das fand ich jetzt aber auch nicht so schwer, muss ich sagen. Hatte wieder so eine schön klare Struktur. Und mit dem Rohr bin ich tatsächlich hingekommen. So. Level 44. Wir sind fast am Meeresgrund angekommen. Hier sind die Zauberkisten zu finden. Diese Zauberkisten machen mich neugierig, danke. Was kannst du uns noch darüber erzählen? Ich fürchte, ich weiß nicht viel darüber, aber unsere Eltern hatten Vermutungen dazu. Vermutungen reichen ja erst einmal aus. Was genau vermuten sie denn? Nun, sie sagten, wenn man die Kisten in der richtigen Reihenfolge berührt, dann öffnet sich eine Tür. Das klingt spannend. Aber wir haben so viele Kombinationen ausprobiert und niemals eine Tür gesehen, Herr Einstein. Aber ihr hattet nicht mich an eurer Seite. Ich kann es kaum erwarten, sie mir anzusehen. Boah, ist der eingebildet. So. Holz- und Sägewerk. Und einmal schon hier. Ein bisschen Dinge vorbereiten. Oh, verdammt. Ich muss nochmal neu anfangen. Irgendwie habe ich gerade Sägewerk und Werkstatt verwechselt. Ich depp. Da ist Sägemühle. Mich total missachtet. Ich da noch gar nicht hin kann. Und wieder ein kaputtes Rohr. Und solange ich oben nicht freigemacht habe, müssen sie immer da unten. Ja, das wird bestimmt zu spät. Nee. Sind noch durchgekommen, ein Glück. Wenn ich den weg mache, komme ich da auch hin, oder? Delfine sind ja keine Hindernisse. Und die Pflanzen irgendwie auch nicht. Ich probiere es mal.
Hoffentlich nehmen sie den Weg so rum, nicht so rum. Natürlich nicht. Oh. Das ist schon ein bisschen dumm. Aber ich habe wieder aufs Minus geklickt. Warum gehen die denn nicht so? Das ist doch viel kürzer. Das hat das Spiel doch mit Absicht gemacht. So, ich hätte gern ein Haus. Philadelphia, ne? 5 Stimmen? Ne, 6 sogar. Boah. Ordentlich was zu tun. So, nehmen wir noch ein paar Werkzeuge. Einmal war die Pflanze im Weg war oder was wollten sie nicht? Sollte besser aufpassen. Viel besser aufpassen. Ja, ja, okay, die Pflanze. Kam ich denn auf die Idee, dass man an Pflanzen vorbeigehen kann? Komisch. Irgendwie nicht mehr so ganz durch. Nochmal Steine haben. Und Holz. Muss auch mal wieder sein. Und die Gießerei. Da brauche ich einfach noch das Haus. So schön ist. Den Schrottraum gleich mitnehmen. Ich auch.
Schrott verarbeiten kann. Dann kann ich mir nämlich einen Tauchschopf bauen. Ja, ich muss dann mal den Tauchschopf bauen. Okay. 1, 2, 3. Dann habe ich 15. Werkzeuge für den Schrott. Und dann noch ganz viele Delfine. Befreien. Ach ja. Aufgrund meiner totalen Verwirrung natürlich total langsam gewesen. Es hat ja auch einen Grund, warum ich immer nur 5 Level mache. Weil ich einfach irgendwann total verwirrt bin. Nicht mehr klarkomme. So, gleich Platten sind zurück. Sind da. Na, so nicht zurück. Ich muss schon noch die Delfine befreien. Auf einmal 7 Baumblätter. Hey. Irgendwie habe ich nicht aufgepasst. Wie immer. Na egal. Level ist geschafft. So, ein Level haben wir noch. Wie ist denn das? Soll ich wieder Brot backen? Brummel. Tof, war das dein Magen? Brummel. Trey, bist du hungrig? Brummel, Brummel. Nun gut, bevor wir zu den Zauberkissen gehen, backen wir ein bisschen Brot. Oh, lecker, ja. Ja, genau. Unterwasser Brot backen. Okay, in diesem Spiel darf man nicht keine Logik suchen. So. Erstmal das Holz einsammeln und Mäusle bauen. Dann das Sägewerk. Da ein
da einer hin und hier auch noch einer hin. Dann habe ich erstmal 5 mehr zusammen. Fleißigen Helfern. So, gleich mal Holz einsammeln. Holz. Wegen Holz. Brauche ein paar Werkzeuge. Werkzeuge brauche ich. Okay. Die dürfen gleich nach unten. Klick. So, das sind alle noch Werkzeuge. So. Alles das Steine kloppen. Bäckerei. Die machen Grünzeug. Ein bisschen Arbeitsteilung. So. Und gleich mal alle in die Gießerei. Thank you.
Der Tauchschau braucht ja auch Holz. Nehmen wir ein bisschen Brot backen. So, Häuser fertig. Keine Tauchanzüge mehr da. Okay, nur noch Brot und den Delfin. Der Rest ist Bonus. So, Delfin ist auch befreit. Jetzt muss nur noch das letzte Brot gebacken werden. Und dann kriege ich mein Silbersternchen. Was ja gar nicht so schlecht. So, Level 45 auch geschafft. So, damit dürfte ich jetzt erstmal die regulären Level fertig haben. Naja, fast ein Muster. So, in der nächsten Folge gibt es dann wieder die Extra-Level und den Bonus-Level. Da bin ich mal gespannt. Das hat bestimmt irgendwas mit diesen tollen Zauberkisten zu tun, könnte ich mir vorstellen. Oder sie haben sich was komplett anderes einfallen lassen. Und dann geht's runter in die versteckten Höhlen. Okay. Ich bin gespannt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.